Jo, meine Leute, herzlich willkommen zum vorletzten Spieltag, Spieltag 33 der Fußball-Bundesliga mit dem Prediction-Saison 2022-23. Los geht's. Alle Freitagspartien live auf The Zone und in der Sportschau im Radio und alle Samstagspiele live auf Sky und in der Sportschau im Radio. Los geht's heute um 20.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio. SC Freiburg gewinnt gegen VfL Wolfsburg 2:1. Dann morgen um 15.30 Uhr SV Werder Bremen unterliegt den 1. FC Köln 1:4. Hertha BSC Berlin verliert gegen VfL Wolfsburg mit 0:3. Somit steigt Hertha BSC Berlin in die zweite Fußball-Bundesliga ab. Tut mir leid an die... Mein Beileid an die Herthaner. FC Schalke 04 unterliegt Eintracht Frankfurt 1:2. Somit steigt der FC Schalke 04 glaubt ebenfalls ab. Auch hier mein Beileid. TSG 1899 Hoffenheim unterliegt 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin mit 3:4. Dann das typische Topspiel der Woche um 18.30 Uhr live auf Sky Sport. Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD, HDR, Sky Sport Top Event und in der Sportschau im Radio. Der FC Bayern München gegen RB Leipzig. Das Ganze geht 4:2 aus für den FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch. Dann und übermorgen um 15.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio. Ein Triple-Header. FSV Mainz 05 unterliegt VfB Stuttgart 1:3. Dann um 17.30 Uhr FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Das Ganze geht 1:1 unentschieden aus. Somit ist der FC Bayern München am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2022-23 deutscher Fußballmeister. Herzlichen Glückwunsch! Das 11. Mal hintereinander. Und um 19.30 Uhr live auf The Zone und in der Sportschau im Radio. Das kleine Rhein-Derby. Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Das Ganze geht 3:0 aus für die Leverkusener. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's vom vorletzten Spieltag. 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit dem Prediction-Saison 2022-23. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, dann nehmt das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann, gut, kick, ciao.